Jedes Jahr der gleiche Wahnsinn mit den Adventskalendern. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist das ein Riesending, wer welchen Adventskalender bekommt. Der Kleine hatte sich dieses Jahr schon relativ frühzeitig entschieden. Der Große hat wieder bis kurz vor knapp gebraucht und sich heute erst im Kaufland entschieden. Und selbst da hatte er sich schon einen ausgesucht, hat den 10 Minuten später zurückgeschafft und einen anderen geholt. Und nicht, dass ihr denkt, die haben nur den einen. Es hat jeder so ein bisschen größeren Adventskalender. Einen so einen kleinen mit Schoki drin. Und dann hat noch jeder Junge einen von Oma bekommen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, welchen Adventskalender ich habe, keinen dieses Jahr. Ich liebe auch Adventskalender über alles und letztes Jahr hatte ich, glaube ich, 4 oder 5 Stück sogar. Aber dieses Jahr, da konnte ich mich einfach nicht entscheiden. Letztes Jahr hatte ich so Funko Pop Adventskalender, war ganz nett, aber wollte ich dieses Jahr nicht. Und habe stattdessen ewig lang gesucht nach einem Küchen- oder so Gewürz-Adventskalender. Das fand ich nämlich richtig geil, die Idee. Leider habe ich den großen von Just Spices, den ich wollte, nicht bekommen. Und bei den anderen von Spice Bar oder Ankerkraut oder was es alles noch gibt, war ich mir einfach nicht sicher genug. Denn irgendwie ist da ja immer so ein Gewürz dabei, was du vielleicht doch nicht nimmst. Vielleicht besorge ich mir aber in den nächsten Tagen auch noch einen, wenn ich mich dann doch noch entscheiden kann. Ich hoffe jedenfalls, ihr habt einen schönen Adventskalender und macht in einer Woche das erste Türchen auf. Und wenn ich so drüber rede, will ich doch einen haben.